Stefan Pietrek hier und willkommen zum neuen Video. Wer sich zum ersten Mal mit der Spieltechnik von Reinhard May auseinandersetzt, wird sich wahrscheinlich etwas wundern. Kein echtes Folkbeging, erinnert mehr an ein klassisches Vier-Finger-Zupfmuster, das dann noch variiert und mit Hammerings verziert wird. Und nicht zu vergessen die abartige Geschwindigkeit, in der May das dann zupft. Gute Nacht, Freunde, ist für die Reinhard-Maysche Spieltechnik ein wunderbares Beispiel. Vor allem auch, wenn man sich mal eine seiner Live-Versionen anhört bzw. ansieht. Und apropos Ansehen, mein Tutorial basiert auf einem Live-Video von 1996, das ich unten in der Videobeschreibung verlinke. Und jetzt geht's endlich los. Halt, stopp! Bevor ich wieder zigmal gefragt werde, wo ich dieses wunderbare T-Shirt her habe. Wow. Dieses hier ist von taktfest.com, einem jungen Unternehmen, das sich auf Lifestyle-Produkte für Musiker bzw. Musikliebhaber spezialisiert hat. Schau einfach mal rein, ich verlinke dir das in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig, falls du etwas findest, das dir gefällt, was sehr wahrscheinlich ist, mit dem Code PLAYMUSIC-10 bekommst du dort, dreimal darfst du raten, 10% auf deinen Einkauf. So, aber jetzt endlich. Reinhard May verwendet hier zwei leicht unterschiedliche Picking-Muster. Zupfmuster Nummer 1. Und Zupfmuster Nummer 2. Typisch beim May-Picking ist, dass der Daumen die Bassseiten zupft, der Zeigefinger die G-Seite, der Mittelfinger die B-Seite und hier auch der Ringfinger die helle E-Seite. Im Gegensatz zu vielen Folkpicking-Techniken, bei denen der Ringfinger nur selten zum Einsatz kommt und die G-Seite meist noch vom Daumen übernommen wird. Bei Zupfmuster Nummer 1 beginnst du mit dem Daumen für den Basston, hier als Beispiel die A-Seite, und gleichzeitig mit dem Mittelfinger für die B-Seite. Bei Zupfmuster Nummer 2 wieder der Daumen für den Basston, hier als Beispiel an die tiefe E-Seite und diesmal mit dem Ringfinger für die helle E-Seite gleichzeitig. Ansonsten sind beide Zupfmuster gleich. Auf die Zählzeit 2 zupft der Zeigefinger die G-Seite, auf 2 und der Mittelfinger die B-Seite, auf 3 dann wieder der Daumen dem jeweiligen Basston, auf 3 und zupft der Ringfinger die helle E-Seite und auf die Zählzeit 4 der Zeigefinger wieder die G-Seite. Bei Zupfmuster 1 sieht das dann folgendermaßen aus. Und bei Zupfmuster 2 Dieses Intro habe ich auch in einem Video von Reinhard May gesehen, allerdings in einem anderen als dem 96er, das ich verlinkt habe. Es beginnt mit einem A-Sus-2-Akkord für zwei Takte und endet im dritten Takt auf A-Dur. Mal abgesehen von dem fehlenden Doppelschlag am Anfang kommt hier das Zupfmuster 2 zum Einsatz, im dritten Takt dann A-, G- und B-Seite gleichzeitig mit A-Dur. Mal noch kurz in eigener Sache.
Wenn dir dieses Tutorial gefällt, du Fragen hast, vielleicht Liederwünsche oder sonst irgendetwas, schreib es in die Kommentare, abonniere meinen Kanal und jetzt geht's weiter. Die ersten beiden Takte beginnst du mit B-Moll und dem Zupfmuster 1. Im zweiten Takt dann ein Basswechsel auf die D-Seite sowie ein Hammering mit dem Mittelfinger auf den dritten Bund B-Seite. Beide Takte noch einmal. Takt 3, E-Dur mit Zupfmuster 2. Takt 4, E7, wieder Zupfmuster 2. Takt 5, ein A-Dur, Zupfmuster 2. Takt 6, eine A-Dur-Variation mit der D-Seite als Basston auf die Zählzeit 1. Mittelfinger zupft zeitgleich die B-Seite. Dann Hammering auf den dritten Bund der B-Seite mit dem kleinen Finger. Dann G-Seite, B-Seite, Baston A und gleichzeitig ein Pull-Off des kleinen Fingers. Danach die helle E-Seite mit dem Ringfinger und die G-Seite. Beide Takte A zusammen. In Takt 7 und 8 folgt ein D-Dur, zuerst mit einem Hammering auf den zweiten Bund der hellen E-Seite. Im zweiten D-Takt, das ist der achte Takt im Refrain, ein Pull-Off mit dem kleinen Finger vom dritten Bund der E-Seite. Alles andere analog zu Zupfmuster 2. Die Hälfte des Refrains wären wir geschafft. Diese 8 Takte einmal im Zusammenhang. Takt 9 und 10, Cis-Moll, klassisch Zupfmuster 2 mit der A-Seite als Basston. Takt 11 und 12 des Refrains wieder ein B-Moll, zuerst ganz gewöhnlich Zupfmuster 2, im zweiten B-Moll-Takt dann aber zweimal Hammering mit dem Mittelfinger auf den dritten Bund der B-Seite. Auch hier folgt wieder auf die Zählzeit 1 des zweiten B-Moll-Taktes ein Basswechsel auf die D-Seite.
Takt 13 ein E-Dur im zweiten Zupfmuster und ebenso das E7 im 14. Takt des Refrains. Takt 15 ein A-Dur im Zupfmuster 1. Und im Takt 16 dann wieder Basswechsel und Hammering mit dem kleinen Finger auf den dritten Bund der B-Seite. Der Refrain endet dann mit einem A-Dur, bei dem die A-, G- und B-Seite gleichzeitig gezupft werden. Die zweite Hälfte des Refrains noch einmal im Zusammenhang. Für alle Freunde des Mitspielens, jetzt noch einmal langsam den kompletten Refrain. Takt 1 und 2 der Strophe beginnt mit einem B-Moll im Zupfmuster 1. Takt 3 E-Dur, Takt 4 E7, beides im Zupfmuster 2. Ebenso Takt 5 mit A-Dur. Im Takt 6 dann ein Asus 4 und Zupfmuster 1. Takt 7 wieder A-Dur, gespielt wie Takt 5. Und Takt 8
immer noch A-Dur im Zupfmuster 1 und einem Pull-Off des dritten Bundes B-Saite. Diese 8 Takte einmal im Zusammenhang. Takt 9, ein B-Moll, gespielt im Zupfmuster 2. Takt 10, immer noch B-Moll, diesmal aber Zupfmuster 1 und Hammering auf den dritten Bund B-Saite. Takt 11, wieder E-Dur. Zupfmuster 2, ebenso Takt 12, E7. Und auch das D-Dur in Takt 14 wieder Zupfmuster 2. Am Ende der Strophe dann noch ein E-Dur, diesmal mit Hammering des kleinen Fingers auf den zweiten Bund der G-Saite zum E-Sus 4. Bleibst im nächsten Takt auf E-Sus 4 und löst dann auf ein E-Dur auf mit E, G und B-Saite gleichzeitig gezupft. Die Strophe ab Takt 9 noch einmal im Zusammenhang. Und jetzt noch einmal die komplette Strophe, langsam zum Mitspielen. Thank you.
Ende der zweiten und dritten Strophe spielt Reinhard May ein klein wenig anders. Hier verschiebt er für Takt 15 und 16 das D-Dur um zwei Bünde, er gibt E-Dur, und spielt das Zupfmuster 2 mit der tiefen E-Seite als Basston und im zweiten Takt mit einem Hammering des kleinen Fingers auf den fünften Bund der hellen E-Seite. In Takt 17 dann E, G, B und helle E-Seite gleichzeitig zupfen. Und zusätzlich im letzten Takt der Strophe dann noch eine Überleitung in den Refrain. Den Schluss der Strophe dann noch einmal im Zusammenhang ab A-Dur, das ist Takt 13.